Wenn er bei mir ist, Sie können gerne noch reinkommen. Ich denke, es war ein spannendes Spiel. Es gibt bestimmt das eine oder andere zu berichten von beiden Trainern. Erstmal herzlichen Glückwunsch an beide Trainer. Ich glaube, wir haben den Zuschauern hier ein hochspannendes Spiel geliefert. Beide können wahrscheinlich sagen, vielleicht wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber erstmal die Einschätzung von dir zu diesem Spiel. Am Schluss, nachdem wir mittlerweile zeitweise mit 6 Toren hinten lagen, habt ihr dann noch einen Unentschieden geschafft oder ist denn gestochen? Zumindest ein Teilerfolg, oder? Ja, schönen guten Abend. Ja. Definitiv, ich glaube, wir können glücklich sein mit diesem Punkt. Wir haben das ganze Spiel, glaube ich, dann keine Führung mehr gehabt. Schaffen das am Ende über wirklich viel Kampf ranzukommen. Hätten dann sogar noch ab und zu die Chance gehabt, in Führung zu gehen. Aber in der Summe haben wir es heute geschafft, dann ab der 20. Minute ein bisschen besser in die Wurfaktion zu kommen. Wir haben ein sehr gutes Tempo gehabt, wir hatten ein sehr emotionales Spiel hier, wie immer in Danzenberg. Und ich glaube, dann am Ende ist es ein gewonnener Punkt für uns und jetzt können wir zufrieden nach Hause fahren. Ja, danke dir für diese Einschätzung. Ähnliche Frage an dich, Steffen. Wenn man natürlich fast das ganze Spiel führt, teilweise mit 6 Toren, am Schluss vielleicht doch ein bisschen hadern mit dem Ergebnis oder siehst du das trotzdem noch als Teilerfolg? Also kurz nach dem Spiel, wie du sagst, wenn man lang führt, fühlt sich erstmal nicht unbedingt an wie ein Punktgewinn, aber wir müssen natürlich auch bescheiden bleiben und jetzt einfach mal sehen, dass wir in den letzten beiden Spielen diesen letzten Angriffe dann auch mit etwas Glück für uns entschieden haben und so mit einem Tor gewonnen haben. Heute haben wir das dann nicht geschafft auf der anderen Seite, aber auch nie die Situation jetzt gehabt oder mit der Situation am Ende mit den letzten 5 Sekunden, dass wir das Ding noch verlieren können. Also von daher ist es okay mit dem Punkt. Unsere Seele bleibt damit erstmal bestehen, dass wir doch jetzt längere Zeit ungeschlagen sind. Und am Ende war es dann ein großer Kampf von beiden Mannschaften und deshalb auch okay, diese Punkte teilen. Ja, vielleicht noch eine kleine Empfehlung an die erste Mannschaft. Darf Euro Nummer 19 hoffentlich auch im Erstligamannschaft mittrainieren? Hat er eine sensationelle Ausbeute gehabt? Ich glaube, 13-11 oder 14-11 hat er geworfen. Das ist doch für einen Raumschütze sensationell. Ich denke, du bist mit dem Schützen recht zufrieden, oder? Ja, ich glaube, wir tun aber gut daran, die letzten 10 Spiele eher zu sehen als heute das eine Spiel. Natürlich war das heute ein überragendes Spiel. Er hat sehr gut verteidigt, wir eben mit Sebastian Trost zusammen. Das ist eine schwierige Aufgabe, gegen Bösing zu verteidigen, mit Klausen dahinter. Das hat sie sehr gut gemacht. Und vorne hat er natürlich eine überragende Quote heute. Aber ich glaube, er hat auch die letzten Spiele von der Wurfanzahl her auch über 11 Tore werfen können. So, heute hat es geklappt. Und darauf muss er aufbauen, muss er weitermachen. Er hat es geschafft, das Tor zu treffen, hat in letzter Zeit viel übers Tor geworfen. Und ich glaube, wenn er so weitermacht, dann kommt es immer von selbst. Ja, seit dem Spiel gewinnt, Steffen Leischer doch nochmal, zweite Halbzeit. Es ging super flüssig los. Es war dann vielleicht sogar etwas unglücklich, dass in der Halbzeit wir nicht sogar noch mit 2 Toren mehr geführt hätten. Und dann wurde es langsam ein bisschen zäh. Ja, dass wir hatten wirklich Schwierigkeiten, dann die leichten Tore zu erzielen, die wir in der ersten Halbzeit noch hatten. Ja, zum Glück hat Sebastian Bösing sich dann ein paar Mal im Kreis durchgesetzt. Ja, aber irgendwo die Flüssigkeit weg hat daran gehangen, dass Robin Engelhoff einfach nicht mehr zur Verfügung stand oder was war der Grund? Ja, auch, denke ich schon. Auch in der Abwehr mussten wir dann umstellen. Wir bekommen ja jetzt nicht in jedem Spiel 30 Gegentore, ich glaube auch da hat er gefehlt. Insgesamt haben die Umstellungen auch nicht so funktioniert, egal welche Aufstellung. Wir hatten nicht mehr diesen Zug dann drin, wie vorher. Und lag auch daran, dass jetzt diese Woche dann schon, wenn man jetzt mal holt, Alexei Wetz wird am Donnerstag Papa, hat dann nicht mittrainiert. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu natürlich. Sebastian war nicht da am Donnerstag. Also insgesamt hat unser Angespiel, wie du mich nicht mehr funktioniert, gerade was wir probiert haben, auch die Aufstellung mit Theo, es war jedes Tor, war dann sehr, sehr hart erkämpft und auch ganz, ganz schwierig, uns da noch eine gute Position zu bringen. Ja, gehen immer zwei Mannschaften dazu und zu den Mannschaften gehört auch der Torhüter. Ich denke, euer Torhüter hat sich
es hart gemacht. Ich glaube, er hat die eine oder andere Szene für euch mitentschieden. Ich glaube, der Tunnelwechsel war auch wichtig, dass er nochmal richtig rangekommen seid. Ja, ich glaube, wir tun trotzdem gut daran, heute nach so einem Spiel nicht über einzelne Spieler zu sprechen, weil das schon ein Mannschaftserfolg war, gerade über die Emotionen, die wir dann in der Abwehr an den Tag gelegt haben. Da kann man genauso gut unseren Yuki dazu zählen, der heute, den ich das erste Mal habe spielen lassen, im Endeffekt, der noch mit der Sprache Probleme hat, kein Deutsch, kein Englisch spricht. Und dann ist es immer so ein bisschen, ja, er kann Fußball spielen, aber ist immer ein bisschen mutig, weil er versteht mich nicht genau. Und in so einem Spiel dann hat er da viel investiert, dann wurden die Bälle besser gehalten. Und deshalb tue ich mich schwer damit, jetzt da einzelne rauszupicken bei einer sehr guten Mannschaftsleistung. Ja, aber dann vielleicht im Abschluss noch. Ja, das kann ich ja genauso sehen. Ja, ich glaube, die Hamburg-Freunde haben schon ein tolles Spiel gesehen, mit auch ein paar klasse Aktionen, schöne Tore, schöne Tempogegenstöße. Ja, das Jahr ist jetzt fast rum, ja, sind schon einige Spiele gemacht. Habt ihr ein festes Saisonziel oder, ich sag jetzt mal, seid ihr im Moment in der Situation zufrieden oder wollt ihr vielleicht sogar noch etwas nach oben? Ja, also ich will immer nach oben, definitiv. Aber ich glaube, wenn man sich auch mal jetzt die Situation anguckt für uns die letzten Wochen, wir haben nie drüber gesprochen, mit was für Kadern wir spielen, wie wir im Training spielen. Wir trainieren unter der Woche mit 6 bis 8 Spielern, weil viele A-Jugendliche dabei sind. Wir haben Rico Keller, der jetzt ausfällt. Wir haben der Benedan, der 2 Wochen verletzt war. Hier sind Mette, Luca Braun fehlen. Can Adam hat uns zum Torwart verlassen. Ich glaube, wir müssen eher auch mal dann den Ball flach halten und mal diese ganze Hinrunde gut analysieren, was passiert auf dem Feld, neben dem Feld, sodass wir dann in der Rückrunde mit neuer Energie starten. Und natürlich von einer sehr guten Ausgangsposition, damit bin ich sehr zufrieden. Und jetzt können wir sehr beruhigt Weihnachten feiern. Ja, davor sind noch 2 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, Steffen. Ausgangslage ist immer noch sehr gut. Ich glaube, die Punktausbeute ist klasse, ist richtig toll. Die letzten 2 Spiele, Erwartungen und dann die verdiente Weihnachtspause, hoffe ich, verletzungsfrei in die kleine Pause gehen. Das ist wohl das Ziel, oder? Ja, wird jetzt schwer genug. Nächstes Spiel dann, erstes Spiel der Rückrunde schon. In Horkheim, weil sie dann noch wie eng das hier war, am ersten Spieltag, sicherlich auch sehr heimstark. Ich denke, die Rückrunde wird auch für uns von den Begegnungen her ein Tick schwerer werden als die Vorrunde. Von daher ist es schon gut, dass wir uns jetzt ein bisschen Punktepolster geschaffen haben. Natürlich können wir mit dem Tabellenstand zufrieden sein. Mit der sportlichen Leistung hatten wir gute Phasen, hatten aber auch Phasen, wo es nicht so lief. Da können wir schon uns noch auch in der Rückrunde stark verbessern. Jetzt werden wir in wo wir sicherlich kein Favorit sind, nochmal alles reinlegen und dann hoffentlich hier einen guten Abschluss finden gegen Blaustein und dann wohlverdient, wie du schon gesagt hast, in die Pause gehen. Ja, zum Abschluss nochmal ein Glückwunsch an beide Mannschaften. Kein Verletzungsfall, kommt gut ans Ende des Jahres und gut ins neue Jahr und ich wünsche allen noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.